im Hochpustertal. Der Schwarzadlerwirtsbauer sät Weizen. Josef Viertel ist Getreide- und Kartoffelbauer. Er hat seine Hofstätte in Toblach neben der Kirche am Rathausplatz. Im Stall, der für Kühe und Pferde gebaut wurde, hält Seppi heute Hühner. Dann hole ich so einen Sack mit Dinkelspelz, vielleicht den. So, den kriegen jetzt die Bull. Pula, 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 pula. Oh, da hätten wir was. Da hätten wir was Gutes. Wer Körner produziert, hat da einen guten Abnehmer für seine Schmauchkörner. Dinkel und Weizen, Roggen, sie kriegen sie nicht. Sie tut ihnen nicht gut. Und die Mais muss ich ankaufen, weil für Mais haben wir zu hoch nicht. Und Mais machen sie. Sei es gut, wenn sie im Poben, weil sie ist eine gute Ergänzung. Ja. Ja, ja, kein Alarm. Das kommt mal alles, ja. Pula, 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 pula. Pull, 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 pull. Oh, und da auch noch. Das Sulmtaler Huhn ist ein steiermärkisches Landhuhn. Es wurde vor allem längs der Flüsse Sulm und Drau gezüchtet. Die Sulmtaler, und dort ist der Hahn, die schöne Farbe, und die Henne ist Goldweizen. Goldweizenfarbe. Es gibt auch die ganz helle Richtung Altsteirer. Aber die schöne Sulmtaler Henne wäre die Goldweizenfarbe. Ja. Der dominante Hahn versucht natürlich, seinen Harem zu verteidigen. Man sieht schon, die dominanten Hähne gelingt es, die Schwanzfedern intakt zu halten, und die anderen werden halt gerupft. Schau, die alten Rassen, die sind einfach stabiler. Die dürfen das ganze Jahr rausgehen. Im Winter, wenn wir da Minusgrade haben, 14, 15 Grad, das tut ihnen überhaupt nichts. Nicht? Sie natürlich bei frisch gefallenen Schneepflanzen mehr zuurden, weil sie ja ein bisschen mit den Augen Probleme haben bei der Reflexion von Schnee. Nicht? So? Ja, beim Züchten an aus ist das da. Das sind total unproblematisch. Aber das ist ziemlich gefährdet gewesen, die Rasse, gell? Das ist ziemlich gefährdet gewesen, weil sie für Brathändel gezüchtet worden ist. Dann ist die praktisch als eierproduzierende Rasse auf Seite geschoben worden. Nicht? Heute ist sie wieder mehr im Kommen, weil sie eine Schienenhenne ist. Wie schwer ist denn so eine Henne? Also bei den Kickern haben wir bis 2,5 Kilo gehabt und bei den Hennen 1,7, 1,8 so. Also schon eher ein schweres Huhn. Nicht? Meine Schwester hat normale Hennen gekauft, wie man sie heute kriegt. Hybriden? Ja, die haben gar nicht mehr gewusst, dass sie das fressen müssen, was auf dem Boden liegt. Die hat ihnen müssen in Schaliland das extra gekaufte Fressen einnehmen. Das ist so ein Paste, so ein Ding. Und sie haben weder Salat noch sonst etwas. Dann ist sie zu mir gekommen und hat einen Hahn geholt. Jetzt haben wir einen Hahn gegeben, das hat sie schon angelernt. Ja. Jetzt dienen sie scharren, jetzt dienen sie Boden picken, jetzt fressen sie auch Salat. Deswegen ist ganz wichtig, dass, wenn die Küken aufwachsen, dass sie die Henne sozialisiert. Aha. Das ist der wichtigste Prozess. Man muss ihnen lernen zu scharren. Ja. Und das dienen sie schon vom ersten Tag an. Man muss ihnen lernen zu suchen, wo es was gibt. Die Glutsch. Ja. Glucke, so. Die Glucke. Die Glucke, ja. So, dann gehen wir die Gaukelern holen. Pula, 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 Rolf, ruhig. Ja, brav. Das ist gut, sitzt da noch eine. Sitzt da noch eine. Da muss ich noch später näher kommen. Eins.
Eins, zwei, drei. Und da ist ein Teppich drin. Dann haben wir müssen in die Tieren, weil sie, wenn sie nicht zeigen, eingesehen, dann sind sie nie wieder in die zu legen. Ach so? Ja, weil ursprünglich ist das ja so, dass das Ei schnell durchfällt. Aha. Ja, aha. Und dadurch praktisch schon unten ist, nicht? Dann kann man da die Schublade aufziehen und da wäre das Ei drinnen. Ja. Aber meine Hennen haben das nicht angenommen. Ah, dann hatten sie das eigene Ohr überhaupt nie gesehen? Nicht gesehen und das haben sie nicht gewollt. Da sind sie absolut dagegen gewesen. Na, bleibst du bei den Sulbenthaler? Absolut. Das sind meine Lieblingshennen. Ich hätte mir nie andere vorstellen können, wenn sie richtig ins Herz geschlossen hätte. Dass die Sulbenthaler nicht nur fleißig Eier legen, sondern auch sehr gutes Fleisch liefern. Eben die Kikorna, nicht? Ja. Das vergisst Seppi gern. Und so überleben bei ihm viel mehr Hähne, als er für seine Hennen bräuchte. Folgt man in Toblach der Drauer, gelangt man bald nach Osttirol. Am Geimberg oberhalb von Lienz wohnt Anna Gomig mit ihrer Familie. Auf ihrem kleinen Hof hält sie Rinder, Schweine und Hühner der Rasse Altsteirer. Altsteirer gibt es in verschiedenen Farbschlägen. Treibst du sie für einmal ein bisschen aus, geht's alle? Anna hat wildfarbene, schwarze, weiße, rotgesattelte und sogar blaue. Das ist ein Altsteirer, ja. Die schwarze da. Ja, ist eine schöne Henne, legt auch schöne Ohr. Ich habe noch Freude damit mit den Viechern. Jetzt hat man zuerst dann auch Ohr. Früher hat man sie nicht gehabt. Früher ist ja alles gebrütet worden, selber, nicht mit Hähnen. Und nachher ist das aufgekommen, ja, die roten Länder, nicht? Ja. Weil die sie nicht mehr so gebrüten haben. Und nachher hat man allem gemüsst Hähn kaufen oder so Hähnle mit 16, 17 Wochen alt. Nachher, ich denke, nein, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Dann haben wir Legereife kaufen, ist ja da wieder Geld gewesen. Dann haben wir so 4, 5 Stück hat man also gekauft. Und nachher habe ich gedacht, nein, jetzt ein selber haben war halt echt viel gescheiter. Nicht? Ja. Dann denkt, jetzt tue ich mir eine Rasse her und dann eben da die wildfarbige gesehen. Die muss ich haben, das ist ja so eine schöne. Und das ist ja so eine ähnliche, wie die Großmutter noch gehabt hat. Was hat die Großmutter gehabt? Die Italiener gehabt. Ah, Italiener. Eine war sie, die war ganz buckelig, gell? Die schwarf hinten nicht. Und die hat Glück und Glück und Glück. Ja. Und auf die kann ich mich nicht so gut erinnern. Und deswegen bin ich auf das, auf das hingezielt. Weil das noch die Altsteirer gewesen. Ja, schon am Anfang gar nicht gewusst. Ja, nein, nicht sicher gewesen. Nicht? Ja, einfach die Farbe hat mich so hingerissen da. Nicht? Weil mir die einfach so gut gefallen haben. Und dann habe ich gedacht, nein, da tue ich nachher schon ein paar mehr. 5 oder 6 habe ich mir schon hergetan. Aha. Und dann haben wir dazu. Und dann ist es losgegangen. Dann haben wir wieder Hähnchen gehabt. Wie alt wären die so? Ja, so 7, 8 Jahre wären sie schon. Nicht so. Die Altsteirer sie gern. Nein, sie gern. Die Schneckenohr tun sie mal ein bisschen im Zaum halten. Die gell? Ja, die tun wir zorsen. Ja, ja, ja. Und nachher natürlich. Ist Kralen. Gell? Kralen, ja, wir sagen zorsen. Ja, kratzen, nicht, ja. Sagt man eigentlich. Ja. Und Hennen zum Hof ist schon einfach. Meines Erachtens, wenn man heute einen hohen Kran hört irgendwo, da ist wieder etwas von früher. Etwas von früher wächst da wieder. Das ist einfach. Das ist einfach schön. Mir gefällt es einfach. Es geht auch wieder ein bisschen den Schritt zurück, sagen wir mal, wo die Leute wieder anfangen zu denken, ich kann selber etwas haben, ich kann selber ein Ohr haben. Und ich habe selber ein Viech. Ja. Es geht auch schon. Leid gibt's, die was schon im Keller so ihre Hähne halten, nicht? Aha. In einer Wohnsiedlung, sag ich einmal, nicht? Es sind schon viele Säle, wo ich schon auch hingeben haben, die was selber gebrüten haben. Ist interessant, ja. Und du, Anna, kannst du ein Leben ohne Viecher vorstellen? Nein, überhaupt nicht, nein.
Ich weiß halt nicht, wie. Nein, ich dachte sterben, meine, wenn ich da ohne Viecher. Nein, ein Tag ohne Viecher, sogar die nicht einmal. Aha. Ein Ausflug oder so, ja. Das ist ja mir nicht dann. Aber nachher ist der erste Gedanke, wie geht es meinen Viechern daheim? Ich muss heim, nicht? Ja, ich kann nicht länger wie ein Tag ausbleiben. Das ja. Übernachten, das geht absolut nicht. Hört doch, na, kämen die Hände alle zusammen, nur als wie die. Aber da ist ganz schöne. Ja, das sind. Das gefällt mir selber, ja, dass das ein bisschen gelungen ist. Der mal halt einmal, ja. Zwei rotgesattelte sind da dabei und vier wildfarbige und vier schwarze, glaube ich, sind auch da dabei. Aber du wolltest ja vier schwarze sein. Ja, ein weißes Lei. Und dann hofft man allem, dass. Dass der Geier nicht kommt und der Fuchs nicht kommt. Schau uns auf weiße Federn für die Schwarzen, gell? Ja, das gibt's auch auf die Flutterlern, gell? Aber das wird alles anders, weil sie sich wieder Federkleid ändert. Ja, ja. Mit, wird alles wieder anders. Da ist auch viel Wissen dabei, gell? Ja, sicher ist da auch. Es ist schon ein bisschen eine Kunst irgendwie, weil man nicht alles mehr gewusst hat von früher her. Man muss erst ein bisschen draufkommen, auch noch der Reihe. Es geht, dauert schon Jahre, bis man die Hähn auch ein bisschen hinterfragen kann, so, gell? Ein bisschen begreifen lernen, so ein Leben eigentlich, so ein ganzes Verhalten und alles. Gell? Das muss man erst ein bisschen so, im Laufe der Jahre kommt man nur erst so drauf. Was da jetzt gemeint ist, oder wie sie das jetzt alles so selber, sie tun das alles selber. Gell? So die Brütarbeit und das ist interessant. Das tut man mit dem Brütapparat nicht, was die können. Gell? Weil sie tut das alles so fein. Das ist so fein, wenn du so siehst, wenn sie niedersitzt auf die Ohr, dann hat sie so, gell? So richtig so schlenkern, so Ding. Und dann hat sie die Ohr alle mit dem Schnabel so schön umeinander wälgen, so fein ein. Ja, ganz interessant ist das. Das ist. Bulle, ja, Bulli. Ja, freilich. Ja. Die Bulli, magst du einer marschieren? Ha? Ha? Bulli, ha. Gell? Die ersten 6 Wochen darf die Glucke mit dem Nachwuchs in den Kuhstall. Hier ist es ruhiger als im Hühnerstall. Erst wenn die Küken es auf die Hühnerstange schaffen, wird die Bruthenne mit ihnen zu ihresgleichen zurückkehren. Das ist aber ganz ein braver Mensch. Die schaut schon ein bisschen auf ihre Kinder. Das Interessante, die tut nicht ganz niederhucken. Gell? Die Alberl ist so in der Stehhaltung, nicht? Das ist ja wilde, nicht? Das muss auch anstrengend sein, ja. Wenn sie nicht, dass sie alle Platz haben, dass sie sich nicht erdruckt. So interessant, ja. In Bozen, im Büro des Biologen Kurt Kustatscher. Punkt. Kurt beschäftigt sich mit einer Tiroler Hühnerrasse, die seit vielen Jahren ausgestorben ist. Also seit Thomas Jens Schwarz-Weiß-Bild. Was sagt man da? Schön Stier, Tiroler Graufi. Ein Bauer. Stolzen Bauern. Ein Mischgarten. Und der Mischkorn, da sieht man jetzt noch ein bisschen mehr. Eine Henne. Eine schwarze Henne im Hintergrund. Ja. Und das ist der einzige Beleg vom Tiroler Spitzhelmhund, der fotografisch existiert. Aha. Das ist ungewollt. Fotografiert haben sie Stier. Ja, Hennen, wer hat sich für Hennen interessiert, Thomas? Ja. Aus welcher Zeit ist das Foto? Ungefähr 1930.